Leute, ich habe heute mal wieder was Neues für euch. Und zwar habe ich mir die Oyatsu Snackbox bestellt. Und es ist eine Box mit japanischen Snacks. Die gibt es im Abo wie die Kawaii-Box, nur eben ohne Kawaii-Sachen, sondern mit Snacks. Und das hier war alles drinnen und ich dachte, wir packen die zusammen aus und probieren uns mal durch die japanischen Snacks. Als erstes haben wir das hier. Und ich schaue mal auf dem schlauen Zettel nach, was es ist. Das ist Mike's Butter Soy Popcorn. Also Butter-Soja-Popcorn. Es riecht auf jeden Fall schon mal unheimlich lecker. Ist salzig. Es ist lecker, aber ich mag kein salziges Popcorn. Als nächstes haben wir das hier. Und das ist Yokai Watch Ramen Bites. Aus japanischen Nudeln und man kann sie essen wie Kartoffelchips. Okay, also sieht aus wie ganz normale Nudeln. Die schmecken wie ganz normale Chips, vielleicht ein bisschen schärfer. Aber richtig gut. Dann haben wir als nächstes das hier. Das ist Poco Ramune und Melon Soda. Also Melonen Soda ist doch eigentlich ein Getränk, oder? Also es sind Gummibärchen. Es sind Gummibärchen und es ist auch ein Spielzeug drinnen. Der Deckel hat schon mal ein Kawaii-Gesicht. Süß. Also sie riechen gut, aber sie riechen nicht nach Melone. So sehen sie aus. Okay, das schmeckt jetzt nach Melone. Lecker. Dann haben wir als nächstes das hier. Und das sind Erdnussbutter-Pokey. Die sind ganz neu, 2015. Und mit in der Snoopy-Serie. Ich liebe Snoopy. Aber sie sind alle so einzeln verpackt und sie kleben auch schon ein bisschen aneinander. Aber das ändert ja nichts am Geschmack. Oh, die sind himmlisch. Ich muss sofort aufhören zu essen, sonst esse ich die ganze Packung. Dann haben wir als nächstes etwas, das nicht ganz so niedlich ausschaut. Und zwar ist es Meiji Aqua Gummy. Es ist Soft Candy in Form von Tieren aus der Tiefsee. So sehen die Tiefsee-Ozean-Meeresbewohner aus. Und dann probieren wir doch mal einen. Also stand nicht da, was das für einen Geschmack hat. Ich hoffe, es schmeckt jetzt nicht nach Salzwasser. Ich esse mal ihn hier. Ich behaupte jetzt mal, es ist ein Aal. Die riechen einfach nach Cola. Lecken tun sie eigentlich nur nach Zucker. Lecker! Dann haben wir als nächstes das hier. Und ich wage es einfach mal zu behaupten, das sind Schokomandeln. Ja, genau. Kaffeeschokomandeln. Riechen auch nach Kaffeeschoko? Dann haben wir als nächstes das hier.
Das ist Pukito Kudamono Miracle. Und zwar sind es fruchtige Snacks, die man schälen kann, wie echte Früchte. Und dann genau ist es Orange und Pfirsichgeschmack. Und die kann man dann untereinander kombinieren, um Pfirsich, also hier steht ein Mystery Taste zu kreieren, also einen nicht vorhersehbaren Geschmack, aber ich nehme an, Orange Pfirsich wird, wenn man es kombiniert, nach Orange mit Pfirsich schmecken. So sehen die aus. Dann probieren wir mal. Sehr süß. Sehr intensiv. Orange schmeckt irgendwie wie die Orangenfrit. Dann kombinieren wir mal für einen mysteriösen neuen Geschmack. So mysteriös. Es schmeckt einfach nur süß. Dann haben wir als nächstes das hier. Das sind Haichu Supai. Haichu Supaichu. Es ist kein normales Haichu, sondern es ist Supaichu. Und zwar ein super saure Zitronen-Haichu. Ist gar nicht so schlimm. Ich finde, es schmeckt wie Zitronenmauer mit ein bisschen Brause dazwischen. Aber es ist nicht wirklich sauer. Dann haben wir als nächstes noch diese Packung hier. Und das ist Zunagetes, oder? Das ist neu von Crazy. Und man kann eine Kette aus Trauben und Ramune Süßigkeiten machen und dann kann man es essen. Dann machen wir das doch mal. So sieht es aus. Das ist lustig, das sieht aus wie kleine A's für Angela. Schmeckt wie Kaugummi. Ein bisschen wie alter Hubba Bubba. Außerdem haben wir noch eins von diesen Kits hier, mit denen man die Sushi-Gummibärchen selber machen kann. Aber das habe ich ja auch in meinen Candy Kits. Deswegen machen wir das da und nicht jetzt. Ich glaube außerdem eh, dass es genauso schmeckt wie die Tiefseetiere, die wir eh schon hatten. Außerdem war in der Box auch noch ein aufblasbarer Pokéball. Hier steht, es ist ein sehr Sammlerstück und es gibt davon nur 6 und es ist ein Aufblas-Pokéball. Nachdem es nichts zum Essen ist, lasse ich es jetzt mal zu. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich finde es cool, deswegen stelle ich es vielleicht einfach irgendwo hin. Mal schauen. So, das war die Oyasu-Box für Mai. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich fand es unheimlich interessant, diese ganzen neuen Sachen zu testen. Wenn ich einen Lieblingsteil wählen müsste, dann wären es definitiv die Erdnussbutter-Poke. Die sind so lecker. Wenn ihr mehr von dieser Box sehen wollt, dann hinterlasst mir am besten einen Kommentar. Das war jetzt mal eine Testbox, die ich mir bestellt habe, um mal zu gucken, ob es mir Spaß macht und vor allem auch euch Spaß macht.
Ansonsten wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!